Gut, wir sind online. Jetzt hat es auch bei mir funktioniert. Schönen guten Abend. Freitagabend, 20 Uhr haben wir gerade im Moment. Und wir sind mitten im Festival. Wir hatten gestern, wem das gehört, das Kapital gefragt und profunde Antworten erhalten. Wir haben uns gerade vielleicht schon die Performance Walden als Film angeguckt. Und wir starten jetzt in eine kleine, aber sehr feine Gesprächsreihe aus drei Teilen bestehend, die sich um die Frage des Verhältnisses von Mensch und Natur kümmert. Drei Teile heute. Der erste Teil, die Natur gehört, Punkt, 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 Ausrufezeichen. Die Natur gehört sich selbst, ist der erste Teil. Die Natur gehört allen. Der zweite, morgen um 20 Uhr und am Montag spätabends 21:30 Uhr, der dritte Teil. Die Natur gehört verteidigt. Und bevor wir anfangen, ins Thema einsteigen, einen großen Dank an die Österreichische Gesellschaft für politische Bildung, die uns diese Veranstaltungsreihe ermöglicht hat durch eine großzügige Förderung. Und auch Dank an unsere Kooperationspartner hier, die haben wir nämlich gestern vergessen, tatsächlich, Robert-Jung-Bibliothek und die Junge Wirtschaft. Und heute kooperieren wir und auch morgen mit der Gemeinwohl-Regionalgruppe Salzburg, die uns auch ein bisschen unterstützt hat bei dieser Veranstaltung. Also herzlichen Dank dafür. Wir wenden uns heute einem spannenden Thema zu, das vielen Leuten nicht bekannt ist. Und zwar geht es heute um Biokratie, die Rechte der Natur. Und das ist nicht zu verwechseln mit Naturrecht, was ja ein philosophisch klar definierter Begriff auch ist aus dem 18. Jahrhundert, sondern es geht um die Rechte der Natur. Biokratie, man hört schon, da steckt Kratos, griechisch Macht, drin. Und es geht ja in diesem Festival unter anderem auch um Macht. Es ist also irgendwie eine staatsrechtliche Kategorie, Demokratie, Biokratie. Es ist eine juristische Kategorie. Und was das alles genau bedeutet, da haben wir heute eine Expertin eingeladen, die ich jetzt ganz herzlich begrüßen möchte und bitten möchte, sich dazu zu schalten. Christine Ax ist bei uns. Frau Ax, ich darf Sie bitten, Ihr Video dazu zu schalten. Hallo, Frau Ax. Lieben Gruß in den hohen Norden Deutschlands nach Friedrichstadt in Nordfriesland, wo Sie sich aufhalten, wo Sie wohnen und jetzt hier zugeschaltet sind, nach Salzburg und in die Welt. Ich stelle Sie kurz vor. Wir werden das jetzt natürlich so machen, dass Sie ein bisschen eine Einführung geben in das Thema Biokratie. Und danach werden wir ein bisschen reden. Und danach gibt es wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen für alle, die gestern noch nicht dabei waren. Wir machen das so, wenn Sie die Veranstaltung auf unserer Website sehen, klicken Sie einfach auf das Video und Sie landen auf YouTube. Da gibt es natürlich eine Chat-Funktion und da können Sie Ihre Fragen stellen, reinschreiben in den Chat und wir werden die versuchen zu beantworten. Oder Frau Ax wird es tun. Gut, ja, fangen wir an. Christine Ax, Sie sind Philosophin, Ökonomin und Autorin und haben sich sehr, sehr lange, viele Jahre schon beschäftigt mit den Themen Arbeit, mit den Themen Handwerk, alternative Wachstumstheorie und Nachhaltigkeit. Publikationen von Ihnen heißen die Könnensgesellschaft oder Wachstumswahn. Sie waren auch aktiv politisch bei den Grünen, bei Greenpeace, sind Mitgründerin des Zukunftsrats Hamburg und haben sich viele Jahre lang mit dem Konzept der Biokratie beschäftigt. Und darüber werden wir von Ihnen jetzt einen kleinen Vortrag hören. Und ich bin sehr gespannt, was wir da hören werden. Frau Ax, ich darf Ihnen das Wort erteilen. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank, Herr Linz. Vielen Dank. Und auch ich freue mich und bedanke mich für die Einladung und dass dieses Thema auf die Agenda gesetzt wird, das ich in der Tat für ungeheuer wichtig halte. Was in den letzten Jahren auch erst, Sie haben es ja schon gesagt, ich habe mich viele Jahre schwerpunktmäßig mit anderen Themen beschäftigt. Aber je länger wir mehr oder weniger erfolglos oder vergeblich sozusagen um die Rettung der Natur gekämpft haben, umso klarer ist mir auch geworden, dass, ja, dass wir sehr viel grundsätzlicher was ändern müssen und dass auch unser Denken sich stark verändern muss. Unser Naturverhältnis, unsere Beziehung zur Natur muss sich grundlegend ändern. Und das hat natürlich auch rechtliche Seiten und um die geht es jetzt. Ich sitze hier auch für das Haus der Zukunft, das von Herrn Dr. Georg Winter erbaut worden ist, einem der wichtigsten Pioniere des Umweltmanagements in Deutschland. Die Forderung nach
Rechten für die Natur wird vom Haus der Zukunft der Biokratie-Initiative bereits seit 2008 verfolgt. Wir waren sozusagen damit im deutschsprachigen Raum eigentlich mit die Ersten, die das Thema vorangetrieben haben. Die Initiative Rechte der Natur hat in den letzten Jahren eine Reihe von wissenschaftlichen Symposien organisiert. Und es wurden auch eine Vielzahl von Büchern bereits veröffentlicht, die aber sich überwiegend auch mit ökonomischen Aspekten beschäftigen, ökonomischen und philosophischen, und nicht so stark, will ich mal sagen, von der politischen Öffentlichkeit wahrgenommen wurden. Ja, wir hatten aber dieses Jahr im September, dank oder wegen Corona leider, mit einem halben Jahr Verspätung ein nur virtuelles, aber immerhin ein Vernetzungstreffen mit einer Vielzahl von Akteuren in Deutschland. Und wir sind auf dem Weg, größere Bündnisse zu schmieden. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um das Thema politisch auch stärker voranzubringen. Ja, warum? Warum Umweltrechte der Natur und warum jetzt? Warum brauchen wir das und warum brauchen wir es vor allen Dingen jetzt? Ja, der Grund dafür ist ganz einfach. Das Umweltrecht hat in den letzten 50 Jahren den ökologischen Niedergang nicht aufhalten können. In immer mehr Bereichen überschreiten wir die Grenzen der Tragfähigkeit unserer Erde. Wir sind von einer nachhaltigen Entwicklung leider sehr weit entfernt. Das Ökosystem Erde wird mit wachsender Geschwindigkeit sogar zerstört. Ja, uns droht ein großes Artensterben. Das größte seit dem Aussterben der Dinosaurier. Der Klimawandel trifft inzwischen auf eine sehr gestresste und durch Artenschwund geschwächte Natur, deren Anpassungsfähigkeit überfordert ist. Diese Entwicklung droht noch in diesem, diese Entwicklung droht noch in diesem Jahrhundert große Ökosysteme vollständig zum Kippen zu bringen. Und weite Teile der Erde sind dann nicht mehr bewohnbar. Immer mehr Böden werden unfruchtbar und das Meer, ja, es könnte sein, dass es dann tot ist. Viele Millionen Menschen werden auf der Suche nach einem Ort sein, der ihnen ein menschenwürdiges Leben verspricht. Die Würde des Menschen, die in unserer Verfassung den höchsten Schutz genießt, werden wir aber nur schützen können, wenn wir in den nächsten Jahren den Übergang oder möglichst schnell den Übergang zu einer ökologischen Ordnung schaffen. Wir glauben, dass die Anerkennung der Rechte der Natur ein ganz wesentlicher Baustein ist, um dieses Ziel zu erreichen. Wir müssen die Natur, und damit sind hier Tiere, Pflanzen, Umweltmedien und Ökosysteme gemeint, als Rechtssubjekt anerkennen und mit Eigenrechten ausstatten. Ich erläutere gleich nochmal, was das bedeutet und welche Vorteile das mit sich bringt. Ja, in den letzten Jahrzehnten hat sich nämlich die Politik in sehr vielen Handlungsfeldern hauptsächlich darauf verlassen, dass die Konsumentinnen und Unternehmen mit freiwilligen Verhaltensweisen den notwendigen Wandel herbeiführen. Aber diese Strategie ist gescheitert. Das Individuum hat nicht die Kraft, sich mit der erforderlichen Geschwindigkeit der normativen Kraft des Faktischen entgegenzustellen. Sich alleine auf diesen Wertewandel in den westlichen Konsumgesellschaften zu verlassen, führt uns direkt in den Untergang. Das heißt, wir brauchen sehr viel schwerere Geschütze. Diese Entwicklung hat auch tiefe geistige Ursachen. Der westliche Mensch, der aufgeklärte Mensch, stellt sich außerhalb und über die Natur. Alles, was existiert, hat ihm zu Diensten zu sein, ist vor allem für ihn da, findet im Menschen seinen hinreichenden Grund und Existenzberechtigung. Alle Dinge und die Natur haben keine eigenen Rechte, keine Seele, keinen Eigenwert, und wir müssen sie daher nicht um ihrer selbst willen achten und schützen. Und so sieht es dann auch, spiegelt es sich auch in unserem Rechtssystem wider. Den Ursprung dieser Entseelung der Welt und des Utilitarismus finden wir übrigens in der Aufklärung. Aber auch das Christentum hat seinen Anteil an dieser Entwicklung. Die Bibel fordert uns sogar auf, uns die Erde untertan zu machen. Das Christentum gesteht Tieren übrigens keine Seele zu. Tiere kommen nicht in den Himmel. Dies erklärt auch, warum die sozialen Bewegungen für die Rechte der Natur in vielen Ländern von indigenen Völkern getragen werden. Denn viele indigene Völker haben ein Weltbild, in dem der Mensch in eine natürliche und heilige Ordnung eingebettet ist. Sie leben bis heute in einer Symbiose mit der Natur. Ja, Rechte für die Natur,
das bedeutet eigentlich oder hat zur Folge doch einen tiefgreifenden Wandel, nämlich in gewisser Weise auch die Entmachtung des Individuums. Ja, ist das überhaupt denkbar? Ist das vorstellbar? Ja, dass solch tiefgreifende Veränderungen auch kurzfristig möglich sind, beweist unserer Ansicht nach die Corona-Krise. Ist das Ausmaß einer Gefahr erst einmal von Politik und den Menschen verstanden, sind ja doch ganz offensichtlich Maßnahmen und Entscheidungen möglich, die vorher undenkbar waren, werden akzeptiert und mitgetragen. Mit der Begründung, dass Gesundheit und das Recht auf Leben Vorrang hat, wurden Eingriffe in Wirtschaft, Eigentum, Meinungsfreiheit und den Alltag der Menschen schon vorgenommen in den letzten Wochen und Monaten, die vorher unvorstellbar waren. Die Gesetze wurden oder werden gerade erst jetzt angepasst an diese Realität. Der Artenschwund und das Sterben der Meere und die Folgen des Klimawandels sind allerdings um ein Vielfaches gefährlicher und problematischer als die Corona-Pandemie. Die Rechte, die Forderung nach den Rechten der Natur ist aber heute inzwischen auch eine internationale Bewegung und auf sehr vielen Ebenen aktiv. Die Rechte der Natur werden weltweit diskutiert und es gibt auch bereits einige Erfolge. International, im Kontext der Biodiversitätskonvention, in der UNO Harmony with Nature Resolution und in den Programmen der internationalen Naturschutzorganisationen finden sich erste Formulierungen, die die Rechte der Natur anerkennen wollen und fordern. Auf nationalen Ebenen gibt es bereits eine Vielzahl von positiven Entwicklungen. Als erstes Land sprach Ecuador der gesamten Natur in seiner Verfassung eigene Rechte zu, der Natur Pachamama. Ein Schritt, der 2009 in Bolivien auf einfach gesetzlicher Ebene ebenfalls nachvollzogen wurde. Und inzwischen gibt es, und da komme ich später nochmal drauf, auch in Schweden eine parlamentarische Initiative, die sehr interessant sind. Es wurden inzwischen auch eine Vielzahl von Flüssen und großen Biotopen als Rechtspersönlichkeiten vor Gerichten anerkannt. Und es gibt immer mehr Urteile, die die Rechte von Tieren anerkennen. Und es gibt eine Vielzahl von kommunalen Verfassungen, die die Rechte der Natur anerkennen, vor allem in den USA, in denen das eine echte Bottom-up-Bewegung ist. Und es gibt eine wachsende zivilgesellschaftliche Bewegung, getragen von umweltjuristischen Vereinigungen, zum Beispiel ELGA oder dem Earth Law Center, und von indigenen Völkern. Sie alle kämpfen für den Erhalt und die Rechte von Flüssen, Seen oder Regenwald. Auch in Deutschland haben sich inzwischen einige Rechtsexperten und Umweltverbände mit der Frage beschäftigt, wie die Rechte der Natur über die Gesetzgebung, über politische Institutionen oder die Rechtsprechung festgeschrieben und durchgesetzt und gestärkt werden können. Unter ihnen gibt es auch so renommierte Rechtsexperten wie Professor Kersten in München, Professor Fischer-Lescano in Bremen oder Professor Bosselmann, der in Auckland lebt und arbeitet. Sie alle haben nicht nur keinerlei rechtliche Bedenken, sie halten diesen Schritt der Anerkennung der Eigenrechte der Natur angesichts des Versagens der Umweltschutzgesetzgebung für absolut notwendig. Recht, wir alle haben selten, sozusagen, wenn wir nicht Juristen sind, mit diesen juristischen Fragen zu tun und haben uns wahrscheinlich auch nicht bisher damit beschäftigt, wie eigentlich unser Rechtssystem aufgebaut ist und wirkt. Deswegen, wenn man von den Rechten der Natur spricht, gibt es auch erstmal viele Fragezeichen in den Gesichtern. Unser Recht ist ein Normenwerk, das die Beziehungen zwischen Personen oder zwischen Personen und Dingen regelt. Bisher ist in unserem Recht die Natur, auch Tiere, eine Sache. Genau genommen sind alle Teile der Natur Dinge, Sachen, nur der Mensch nicht. Dinge haben keine Rechte. Sie sind Sachen, Güter. Man kann sie benutzen, besitzen, zerstören oder auch schützen. Subjektive und damit einklagbare, selber einklagbare, echte Rechte haben derzeit nur Menschen, Unternehmen, GmbHs zum Beispiel, und Organisationen, zum Beispiel Körperschaften öffentlichen Rechts. Sie können ihre Rechte einklagen, sich vor Gericht vertreten lassen und ihre Anliegen so durchsetzen. Das Recht ist nicht nur ein Normenwerk,
Es nimmt auch aktiv Einfluss selber auf die Entwicklungen und trifft selber auch Entscheidungen, zum Beispiel darüber, wer Rechte hat. Rechtssysteme sind nämlich frei, darüber zu entscheiden, wem welche Rechte zustehen. Und es ist übrigens auch noch gar nicht so lange her, da kam es Männern lächerlich vor, der Gedanke lächerlich vor, dass Frauen Rechte haben könnten. Oder es kam ihnen seltsam vor oder unglaublich, dass Sklaven Rechte haben könnten. Also das ist alles sozusagen noch nicht so lange her, ja, dass das unvorstellbar erschien. Da die massiven Umweltprobleme unserer Zeit von unserem Umweltrecht nicht verhindert werden, muss sich deshalb das Rechtssystem auch in Bezug auf unsere Beziehung zur Natur verändern und weiterentwickeln. Ja, immer mehr Experten und Menschen halten es also für notwendig, dass auch Naturobjekte als Träger subjektiver Rechte anerkannt werden. Und immer mehr Gerichte folgen dieser Argumentation. In Neuseeland zum Beispiel wurde ein Nationalpark und später auch ein Fluss per Rechtsakt zur Rechtspersönlichkeit erklärt. Das Gleiche geschah auch in Kolumbien und in Indien. Die Argumentation ist in allen Fällen vergleichbar. Denn wenn andere unbelebte Objekte, wie zum Beispiel Gesellschaften, Körperschaften öffentlichen Rechtes, Rechte haben können, dann muss das doch auch für einzelne Naturobjekte wie Flüsse gelten. Teilweise wird in diesem Zusammenhang sozusagen argumentiert, Eigenrechte hätten keinen Mehrwert gegenüber anderen rechtlichen Instrumenten. Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass subjektive Rechte einen stärkeren Schutz als objektiv rechtliche Pflichten bieten, da sie einen überschießenden Gehalt aufweisen und diese Pflichten unbestimmt sind. Rechte der Natur werden nicht dadurch sinnlos, weil die Natur nicht selber für sich sprechen kann und vor Gericht erscheinen kann. Dieses gilt auch für Unternehmen und Organisationen. GmbHs oder Körperschaften öffentlichen Rechtes erscheinen auch nicht vor Gericht. Sie werden, genau wie Kinder oder Menschen, die unmündig sind, von anderen Menschen und rechtskundigen Experten vertreten. Wir selber vertreten uns auch nicht vor Gericht, wir brauchen einen Anwalt in der Regel. Und auch die Rechte der Natur müssen wie andere Rechte gegen andere Interessen und Rechte abgewogen werden. Sie würden nicht bedeuten, dass keine Naturnutzung mehr möglich ist. Aber die Einführung von Rechten der Natur sorgt dafür, dass die natürlichen Interessen ein sehr viel stärkeres, originäres Gewicht bekommen und dass Tiere, Pflanzen, Umweltmedien und Biotope nicht nur abgeleitete Rechte haben, Rechte also, die ihre Legitimation letztlich nur deshalb haben, weil sie den Interessen der Menschen dienen. Ja, ein weiterer Aspekt an diesem Thema, eine Frage, die dann kommt, ist natürlich, ja, nehmen wir mal an, wir hätten die Rechte der Natur. Woher wissen denn diejenigen, die die Natur vertreten vor Gericht, was die Natur will und braucht? Das ist ein Argument, das aber inzwischen von den meisten Experten sozusagen mit dem Verweis darauf entkräftet wird, dass wir inzwischen, gerade in den letzten 10 Jahren hat das doch sehr zugenommen, dass wir inzwischen sehr, sehr viel über die Bedürfnisse von Tieren wissen und auch über die Lebensbedingungen, die Pflanzen oder Ökosysteme für ihre Existenz und ihre Entwicklung brauchen. Es dürfte also heute kein Problem sein, festzustellen, was tiergerecht ist, wie wir einem Tier gerecht werden, was lebensförderlich ist und welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Natur zu schützen und das Gleichgewicht und die Entwicklung von Ökosystemen zu sichern und sicherzustellen. Ich möchte jetzt noch kurz auf ein paar Initiativen eingehen, die aktuell sind darauf, in welcher Form diese Eigenrechte der Natur in unserem Rechtswesen eingeführt werden könnten. Es gibt im Moment, das ist noch nicht sehr bekannt, aber das ist sehr spannend, gibt es in Bayern ein Volksbegehren für Naturrechte. Das Ziel dieses Volksbegehren ist es, dass die bayerische Landesverfassung um folgende Formulierung ergänzt wird. Jedermann hat die Freiheit, innerhalb der Schranken der Gesetze und der guten Sitten alles zu tun, was den Rechten anderer und den Rechten der natürlichen Umwelt nicht schadet. Also das wäre sozusagen eine Formulierung, mit der
indirekt hier die Umwelt, die Rechte der Umwelt und der Natur anerkannt werden. Bezogen auf die bundesdeutsche Gesetzgebung gibt es Vorschläge von Professor Meyer, Abig und Professor Bosselmann. Eine Möglichkeit ist, den Paragraphen 1 des Grundgesetzes zu ergänzen um folgende Formulierung: Die Würde des Menschen gebietet, die natürlichen Lebensgrundlagen zu pflegen und zu wahren und den Eigenwert der natürlichen Mitwelt im Ganzen der Natur zu achten. Dann gibt es eine Formulierung, einen Vorschlag von Professor Fischer-Lescano und Professor Kersten. Die sagen schlichtweg, wir brauchen eine Ergänzung des Grundgesetzes um die Formulierung, die Rechte der Natur sind zu achten und zu schützen. Das ist eine Formulierung, die jüngst übrigens auch von der Bundesarbeitsgemeinschaft Ökologie der Grünen sozusagen gefordert wurde. Die wollten gerne, dass das ins Grundsatzprogramm aufgenommen wird. Das hat leider jetzt erstmal noch nicht geklappt, das neue Grundsatzprogramm der Grünen. Ja, dann gibt es den Artikel 19 Absatz 3 des Grundgesetzes. Den könnten wir dahingehend verändern, dass dort steht, die Grundrechte gelten auch für die Natur, soweit sie ihrem Wesen nach auf diese anwendbar sind. In beiden Fällen ist klarzustellen, dass der Naturbegriff hier weit zu verstehen ist und Tiere, Pflanzen und Umweltmedien, Ökosysteme umfasst. Diese zweite Regelung mit den Grundrechten für die Natur, wäre übrigens weitergehend als die erstgenannte. Ich finde es sehr spannend und einleuchtend auch den Vorschlag, der im schwedischen Parlament diskutiert wird. Dort geht es darum, die schwedische Verfassung um folgende Formulierung zu ergänzen: Die Natur, einschließlich der Ökosysteme, natürlichen Gemeinschaften und Arten, werden folgende Rechte und Freiheiten garantiert: Das Recht, natürlich zu existieren, zu gedeihen, sich zu regenerieren, sich zu entwickeln und wiederhergestellt zu werden, sowie die Freiheit, diese Rechte und Freiheiten auszuüben, durchzusetzen und zu verteidigen. Eine sehr umfassende, finde ich, und sehr eindeutige Formulierung, Festlegung. Neben solchen Eingriffen oder Ergänzungen des Grundgesetzes oder des Tierschutzgesetzes, die eben auch im Gespräch sind, gibt es weitere Vorschläge, die sich auf die Umsetzung beziehen, die dann sozusagen hilfreich wären, wenn es eine solche Gesetzeslage gibt. Es gibt die Idee, das hat auch mit dem Bürokratiegedanken zu tun, den Bundestag zu einem Zweikammersystem weiterzuentwickeln. Eine Kammer sollte sich dann auf die sozioökonomischen Aufgaben konzentrieren und die zweite Kammer auf die bioökologischen. Und die müssten natürlich dann sozusagen sich dann immer einigen und einander sozusagen miteinander ins Benehmen setzen und einigen. Ja, man könnte auch dem Bundespräsidenten ein ökologisches Fachgremium zuordnen, das dann bei jedem Gesetz Mitspracherecht hat. Und man könnte auch den Umweltministern ein Vetorecht zusprechen. Das wären weitere möglicherweise begleitende Maßnahmen. Es gibt ein Buch, das heißt Zoopolis, und das beschäftigt sich auch mit der Frage, wie die Natur sozusagen in einer Demokratie repräsentiert werden könnte. Und Zoopolis schlägt vor, dass domestizierte Tiere Staatsbürgerrechte erhalten und dass wildlebende Tiere als Bürger ihre eigenen souveränen, mit Rechten ausgestatteten Territorien bekommen und Tiere, die mit uns leben, aber nicht Teil unseres Haushaltes sind, die sollten Einwohnerstatus erhalten. Ja, was ändert sich, wenn die Rechte der Natur über unser Grundgesetz, über das Tierschutz- und Naturschutzgesetz anerkannt sind? Was ändert sich dann eigentlich? Ich meine, Papier ist, das wissen wir auch, geduldig. Im Zusammenhang mit Ecuador, die ja Vorreiter sind mit ihrer neuen Verfassung, gibt es da auch Skepsis. Allerdings ist es so, dass in Ecuador zu beobachten ist, dass sich die Umweltbewegung dort, die Zivilgesellschaft inzwischen doch sehr durch die in der Verfassung festgelegten Rechte der Natur ermächtigt sieht.
Und dieses Recht auch im öffentlichen Diskurs und gerichtlich sehr aktiv damit argumentiert und nutzt, ja. Und dass auf diese Weise die Rechte der Natur doch zunehmend Gewicht bekommen. In Ecuador gab es dann auch Schulungen der Richter, die unsicher waren, sozusagen, wie man jetzt eigentlich diese neue Stellung der Natur in der Rechtsprechung tatsächlich umsetzt. Ja, ich würde gerne jetzt, Herr Linz, Sie bitten, dass Sie noch diese Folien, die ich vorbereitet habe, zumal die Folie, wo das heutige Rechtssystem mit einem ökologischen Rechtssystem verglichen wird, dass wir die uns vielleicht noch mal anschauen. Genau. Weiter nach oben, glaube ich. Ich glaube, die erste Folie ist es. Ja, hier genau. Das ist die Folie, in der ich versucht habe, diese sozusagen unser jetziges Rechtssystem, das auf der Umweltschutzgesetzgebung beruht, und ein ökologisiertes Rechtssystem, also was die beiden charakterisiert, das ist hier in dieser Folie dargestellt. Also unser Rechtssystem heute, in unserem Rechtssystem ist Natur Eigentum und Gegenstand von maximaler Ausbeutung. Ein Ding, Eigentum, ich hatte es vorhin dargestellt. Wenn die Natur Rechte hätte und wir ein ökologisches Recht hätten, dann hätte die Natur Eigenrechte. Und das Ziel eines solchen ökologischen Rechtes ist das Gedeihen von Ökosystemen und Menschen. Und letztlich muss sich die Wirtschaft und müssen sich die Menschen dann sozusagen diesem Eigenrechten der Natur unterordnen. Unser heutiges Rechtssystem behandelt Eingriffe in die Natur so, dass man versucht, den Schaden zu minimieren und reagiert gar nicht oder erst zu spät oder in letzter Minute. Ein ökologisches Rechtssystem will die Natur und ihre Reproduktionsfähigkeit, die ist in dem Zusammenhang ungeheuer wichtig, da kommen wir noch drauf, schützen oder wiederherstellen. Und dieser Schutz ist nachhaltig. Das ist sozusagen das Ziel. Gegenwärtig ist es so, dass Umweltzerstörung de facto erlaubt ist und geregelt wird durch die Umweltschutzgesetze. Die Umweltschutzgesetze sind im Grunde Gesetze, die die Umweltzerstörung regeln. Ja, und zu diesem Schluss kommen übrigens auch viele Juristen inzwischen. Ja, Umweltzerstörung ist erlaubt, sie kann gekauft werden oder wird mit Geldstrafen geahndet. Diese ganze Umwelt, die aktuelle Entwicklung läuft ja auch immer mehr darauf hinaus, sozusagen das ganze Artenschutzthema zu finanzialisieren. Man kann Natur kaufen, die Zerstörung der Natur kann man kaufen. Ja? Ja, gut. Also ein ökologisches Recht bedeutet aus unserer Sicht, dass Umweltzerstörung ein Verbrechen ist. Und es gibt ja auch weltweit diese Bewegung, diese Ecocide-Bewegung, die das Ziel verfolgt, dass eben die Umweltzerstörung als Verbrechen wie Menschenrecht, wie die Verletzung von Menschenrechten eben auch Verbrechen sind, dass das anders und sehr viel gravierender bewertet wird. Ja. Und im Moment ist es so, dass die Natur und die Ökosysteme in der Rechtsprechung nur indirekt vertreten sind und in der Abwägung gegen die Güter von echten anderen Rechtspersonen, die Rechte halten, wie Unternehmen und Menschen, unterliegt die Natur regelmäßig mit ihren Bedürfnissen und ihren Existenzrechten. Das Ziel muss sein, unseres Erachtens, dass die Natur und die Ökosysteme gesetzliche Vertreter, also eigene Rechte haben und Vertreterinnen und die ihre Rechte selber verteidigen und einklagen können, natürlich über Vertretungen und bei allen politischen Entscheidungsprozessen mit am Tisch sitzt.
Das wäre sozusagen in Bezug auf das Rechtswesen, die erstmals dann die Situation, dass so etwas wie Waffengleichheit existiert rechtlich und man auf Augenhöhe die Natur, Tiere, Pflanzen und so weiter, deren Rechte und Existenzrechte sozusagen auf Augenhöhe mit anderen Rechtehaltern sozusagen verhandelt werden. Ich danke mich, das war meine Einleitung. Wunderbar, vielen Dank, Frau Ax, für den Impuls und die ja, sehr dichte und detaillierte Schilderung dieses doch ziemlich revolutionären, würde ich sagen, Konzepts, das ja wirklich in einer gewissen Weise das, wie wir Welt denken, wie wir uns Menschen ins Verhältnis zu unserer Umwelt, zur Natur setzen, auf den Kopf stellt oder eigentlich eher auf die Füße stellt, Waffengleichheit und Augenhöhe. Ich finde so ein Vergleich, das kam kurz, haben Sie das kurz erwähnt mit der Sklaverei, als ich so mich ein bisschen eingelesen habe, auch in die Publikationen vom Haus der Zukunft, da hatte ich verstanden, worum es geht. Also dieser Vergleich mit der Sklaverei, den fand ich ganz schlagend sozusagen. Es gab auch im 18. und 19. Jahrhundert ethische Kodizes, wie Sklavenhalter und Herren ihre Sklaven zu behandeln haben. Funktioniert hat das nicht. An der Sklaverei hat sich nichts geändert. Und erst ab dem Moment, wo die Sklaven und Sklavinnen eigene Rechte bekommen haben und damit auf Augenhöhe waren, Waffengleichheit herrschte, wie Sie es gerade gesagt haben, konnte die Sklaverei abgeschafft werden und die Biokratie, die sich ja als eine erweiterte Demokratie begreift, wäre genau das im Verhältnis zur Natur. Vielen, vielen Dank für diese Ausführungen. Ich habe mir so einige Fragen aufgeschrieben, die ich so habe. Die haben Sie eigentlich alle schon beantwortet, vor allem zu konkreten Umsetzungen. Diese Vielzahl von Initiativen, sowohl top-down als auch bottom-up, sind doch sehr beeindruckend. Jetzt kommt dieser Biokratiegedanke von seiner Genese. Sie haben das Haus der Zukunft, Sie haben Georg Winter erwähnt, ja ganz stark aus einer betriebswirtschaftlichen Ecke, was mich erstmal erstaunt hat. Es kommt gar nicht aus der juristischen Ecke oder aus der staatsrechtlichen oder politischen Ecke, sondern es kommt aus der betriebswirtschaftlichen Ecke. Georg Winter ist ein Pionier des nachhaltigen Managements schon in den 70er Jahren gewesen. Vielleicht können Sie dazu mal ein bisschen noch was erzählen. Wie kommt es dazu, dass sich gerade hier die Wirtschaft oder Teile der Wirtschaft stark machen im Hinblick auf die Bürokratie? Ja, das hat in der Tat etwas mit Dr. Winter zu tun. Er ist ja Unternehmer und war einer der Ersten oder wahrscheinlich der Erste, der verstanden hat, dass man, dass die Wirtschaft, dass wir sozusagen eine umweltfreundliche Gesellschaft oder dass wir nur dann eine Zukunft haben, wenn auch die Wirtschaft sich transformiert und den Schutz der Umwelt sozusagen zu einem Gegenstand ihrer betriebswirtschaftlichen Methoden macht. Und Dr. Winter hat ja dieses wahnsinnig dicke Standardwerk für Umweltmanagement geschrieben damals, mit anderen natürlich zusammen. Er hat Baum und Auge mitgegründet. Das sind Unternehmensverbände, die sich dazu verpflichten, den Umweltschutzgedanken in der Betriebsführung zu berücksichtigen, und zwar in allen Bereichen, also umfassend, vollständig. Und da Dr. Winter sozusagen in diesem Kontext seit 20 Jahren, 30 Jahren arbeitet, hat es sich ergeben, dass der Gedanke der Rechte der Natur zunächst mal aufgegriffen wurde von den Experten und Wissenschaftlern, mit denen er eben auch schon seit 30 Jahren zusammenarbeitet. Und das ist wirklich sozusagen eine merkwürdige Geschichte.
So kam es dazu, dass wir inzwischen also eine umfangreiche Bibliothek an Expertisen und wissenschaftlichen Werken vorlegen können aus der Perspektive der Betriebswirtschaft. Also nicht nur, es waren auch, sind auch philosophische oder volkswirtschaftliche Beiträge in dieser Biokratie-Serie zu finden, genau. Ja, und es gibt dort auch einen ganz wichtigen Volkswirt, den Herrn Immler zum Beispiel, der sich auch, der ist jetzt eher ja, Volkswirt und Philosoph, also der hat sich auch sein Leben lang im Grunde mit dem Thema Naturverhältnis beschäftigt und schreibt auch sehr wichtige Beiträge zu diesem ganzen Thema. Ja, es gibt auch philosophische Bücher darunter. Ja, aber eben auch betriebswirtschaftliche. Ja, ich frage das deswegen aus zwei Gründen. Einerseits ja natürlich nochmal der Hinweis auf unsere Kooperation mit der Gemeinwohlregionalgruppe Salzburg, die ja, also die Gemeinwohlökonomie ja auch einen ganz starken ökologischen Zuschnitt hat. Und da geht es ja auch um ökologisches Betriebsmanagement ganz stark. Und dann möchte ich natürlich anknüpfen an gestern Abend, als wir mit Hans-Jürgen Jakobs geredet haben, wo unsere Abschlussfrage aus dem Publikum auch letzten Endes war, wie viel soziale Verantwortung können eigentlich Wirtschaftsunternehmen dem Staat abnehmen oder übernehmen? Und da war die Antwort eher, naja, die Unternehmen, die müssen sich für ihre Interessen irgendwie stark machen. Aber ethische Verantwortung ist nicht so das Ding der Wirtschaft. Und das hier wäre, also ein bisschen überspitzt gesagt, das war differenzierter formuliert, aber das hier wäre ein sehr, sehr schönes Gegenbeispiel, wie sozusagen auch aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht plötzlich, nicht plötzlich, sondern über sehr viele Jahrzehnte tatsächlich, juristische Impulse, also staatsrechtliche Impulse oder auch politische Impulse gesetzt werden können. Das finde ich nochmal ganz toll, das zu betonen. Also sozusagen auch eigentlich ein Bottom-up-Projekt, wenn man so möchte, in der theoretischen Genese. Ja, das stimmt. Ja. Es gibt, glaube ich, wir haben doch ein paar Zuschauer und Zuschauerinnen. Es gibt sicherlich Fragen und ich möchte alle bitten, die jetzt teilnehmen und Fragen haben, die zu stellen im YouTube-Chat. Wir haben eine ganz nicht banale, aber sehr konkrete Frage von einer Kollegin gerade geschickt bekommen. Kann ich diese Folie kopieren und irgendwo teilen? Also die Folie, die wir gerade gesehen haben. Ja, natürlich. Ja, und dann können wir die zur Verfügung stellen. Das ist ja, gut. Wer das haben möchte, das ist, wir reden ja morgen über Commons, über Allgemeingüter, über Almenten mit Silke Helfrich. Also dann ist diese Folie ein Gemeingut. Das würde ich gerne in die Runde teilen. Gibt es sonst noch Fragen? Ich gucke auf meinen Bildschirm. Das ist jetzt gar nicht abschließend gedacht, sondern ich glaube, wir könnten uns noch sehr viel weiter unterhalten über viele Themen, aber ich möchte das jetzt gar nicht erstmal vorgeben. Ich kann das aber natürlich tun, wenn keine Fragen kommen. Im Moment ist noch nichts da. Gut. Jetzt ganz konkret, jetzt fragen wir doch mal so, die Natur, also es steht andersrum, es gibt ja in diesem, ich muss gestehen, ich habe es zumindest geschafft, bei den meisten Bänden die Folie runterzumachen, damit sie nicht ganz ungelesen aussehen. Ich habe sie nicht alle gelesen, ich habe eigentlich keinen davon ganz gelesen. Biokratische Controlling-Prozesse im Unternehmensmanagement, das habe ich mich jetzt nicht so drauf geschafft. Aber es gibt hier in diesen Bänden einen ganz tollen Grundlagentext von Georg Winter und der fängt natürlich ein bisschen auch pathetisch, muss er ja vielleicht auch an, mit einem Satz, der heißt, die Mauer zwischen unserer technischen Zivilisation und der Natur muss fallen. Und das hat mich schon zu der Frage gebracht, welchen Naturbegriff da eigentlich zugrunde gelegt wird. Das gesagt, das ist ein wahnsinnig weiter Naturbegriff von Tieren, Pflanzen, Umwelt, Medien, Ökosystemen. Aber jetzt mal ganz konkret, wir haben uns mit dem Wald jetzt beschäftigt, wenn wir jetzt einen wilden Naturwald haben, einen natürlichen Urwald, hätte der Rechte und ein Forst, der in Besitz eines Unternehmens ist, hätte diese Rechte dann nicht? Oder wie kann man sich das konkret vorstellen? Also nach meinem Verständnis hätten natürlich beide die gleichen Rechte. Der eine hätte wahrscheinlich keinen Grund zu klagen und der andere möglicherweise doch. Weil, ich sag mal, die optimalen Bedingungen, wenn man mal die schwedische Formulierung zugrunde legt für die
Produktion, Reproduktion, für das Blühen und Entwickeln sozusagen eines natürlichen Waldes, dieses Recht würde mit Sicherheit in diesem anderen Wald vermutlich verletzt. Und ja, und sozusagen, das wäre dann ein Fall für den Richter. Ja, also es könnte sich jemand, und bei den Rechten der Natur ist ja das Interessante, dass Menschen, dass jeder klagen darf, so ist es übrigens auch in Ecuador, auch wenn er nicht selber betroffen ist. Ja, das ist ja eine wichtige Voraussetzung. Also Sie und ich, wenn wir haben den beiden Film gesehen, sozusagen eine Beziehung zu diesem Wald aufgebaut haben, und eben die Wissen oder die Wahrnehmung haben, dass der Wald in seinen Rechten beschnitten wird, können hingehen und vor Ort das Gericht sozusagen vor Gericht gehen und sagen, im Namen dieses Waldes dort sein Recht einklagen. Und das finde ich ist zum Beispiel ein ganz... Entschuldigung, wenn man an den Hambacher Forst jetzt denkt oder wenn jetzt... Tesla baut eine riesengroße Fabrik vor den Toren Berlins und holzt einen Wald ab dafür. Das wären genauso Fälle, wo ich als Bürger oder Sie als Bürgerin hergehen können und sagen können, ich klage jetzt auf Verletzung der Rechte der Natur in diesem konkreten Beispiel. Ja, das kann ich dann machen. Ja, das kann ich machen. Und mir scheint auch sozusagen der besondere Vorteil dieser Geschichte zu sein, dass es bedeutet, dass jeder sozusagen im Grunde berechtigt ist, dann für die Rechte der Natur einzutreten, nicht nur Verbände, und dass es vor allem auch etwas ist, was lokal erfolgen kann. Ja? Wir sehen, dass die Rechte der Naturbewegung, zum Beispiel in den USA, da gibt es sehr viele kleine Initiativen, die sich vor Ort und kommunal für den Erhalt eines Flusses, für die Rechte eines Flusses einsetzen, eines Sees, weil die Menschen sind ja auch sehr nah dran dann an der Natur dort vor Ort. Und am Ende geht es doch auch darum, das Zusammenleben zwischen Mensch und Natur zu gestalten. Ja? Also es geht ja langfristig doch um eine Symbiose, wenn man so möchte. Ja? Mhm. Und das heißt aber auch, dass wahrscheinlich die Menschen, die vor Ort sind, auch am besten geeignet sind, sozusagen solche Prozesse in Angriff zu nehmen und zu klären, ja, sozusagen da in ein neues Gleichgewicht zu finden, im Sinne von gleichwichtig, ja, Natur-Mensch-Beziehung gleich, sozusagen gleichwichtig. Und wollte Sie nicht unterbrechen. Mhm. Bitte weiter. Nee, bitte weiterreden. Ich höre Ihnen gerne zu. Ja. Also das scheint mir zum Beispiel eine Stärke dieses Themas zu sein. Ja, ja, das war es eigentlich, was ich sagen wollte. Bitte. Achso, okay, dann hätte ich doch unterbrechen können, ganz unverschämt. Nein, also das wollte ich wollte nichts anderes sagen. Wir sind uns einig, das macht die Diskussion nicht wirklich spannend, aber wir haben uns gerade, meine Kollegin und ich, gerade auch nochmal auch im Hinblick auf morgen, also auf die Commons, auf das Thema des zweiten Teils dieser Reihe, auch nochmal über Elinor Ostrom unterhalten und eben sozusagen über diesen Leitspruch Think Global, Act Local, und haben uns gefragt, inwieweit so ein großes Konzept wie die Biokratie und nochmal, also es ist letzten Endes vom Wort her eine Herrschaftsform, eine Staatsform damit gemeint, also eigentlich eine Demokratie, die zu Biokratie erweitert wird. Ja, das ist ja ein riesengroßes Konzept sozusagen, und wir hatten uns im Vorfeld gefragt, inwieweit ist das denn anbindbar an lokale Initiativen? Aber Sie haben das jetzt ja eh schon beantwortet. Ja, das ist es, und es ist auch integrierbar, glaube ich, in ganz verschiedene Kontexte, lokale Kontexte, wo es um Rechte der Natur geht. Jetzt haben wir eine, nicht provokante, aber eine sehr deutliche Frage aus dem Publikum. Gleiche Rechte für Mensch und Tier heißt dann ja auch Vegetarismus und Veganismus, oder? Ja, also ich würde mal sagen, dass sehr viele Menschen das vielleicht auch heute schon so sehen. Ja? Es gibt ja viele gute Gründe, warum wir das Recht auf Leben von Tieren und gerade sozusagen die Tierrechte in der Massenproduktion, die werden ja mit Füßen getreten, es ist ja unfassbar, was wir mit Tieren machen.
Es gibt viele gute Gründe, warum wir unsere Beziehung zum Tier irgendwie ganz, also anders gestalten müssen und transformieren müssen. Es gibt viele gute Gründe, warum wir auf gar keinen Fall so weitermachen können mit der Massentierhaltung, nicht wahr? Da gibt es ja auch das ganze, wir werden die ganze, das ganze Naturschutzthema und das ganze Klimaschutzthema, also beide großen Herausforderungen sind ja nur letztlich zu bewältigen, wenn wir den Ausstieg schaffen aus dieser Art von industrieller Landwirtschaft und Massentierhaltung. Das ist irgendwie inzwischen völlig klar. Das ist sozusagen ein schwerwiegendes Argument. Die Frage danach, wie wir die Rechte der Natur begründen, da gibt es sozusagen eine starke Strömung, die sagt, ja, damit wir die Rechte der Natur politisch durchsetzen können, ist es besonders wichtig zu unterstreichen, dass die Würde des Menschen ja nur gesichert werden kann, wenn wir die Würde der Natur endlich ernst nehmen, ja, den Schutz der Natur endlich ernst nehmen. Dahinter steht ja eine knallharte, ich sag mal, Bestandsaufnahme und Analyse der Bedingungen, unter denen heute Natur zerstört wird und Zukunft möglich ist. Wir können dieses Thema sozusagen aus verschiedenen Perspektiven diskutieren und am Ende, glaube ich, spricht aus ökologischer Sicht und aus ethischer Sicht alles dafür, dass wir keine Tiere mehr essen, um es mal so zu sagen. Ja, eigentlich bedeutet es, ich esse sowieso keine mehr. Ja, aber das ist schön. Ich muss sagen, je länger ich mich mit diesem Thema beschäftige, desto größer wächst meine innerliche Distanz auch zu diesem, ja, zum Essen von Tieren. Ja, das ist, eigentlich geht es gar nicht. Eigentlich geht es nicht. Naja gut, ich meine, da beim Essen, das ist ja dann wirklich ein sehr konfliktuöses Thema, wenn die Leute sich aufregen, dass die Grünen einen Veggie Day vorschlagen, einen verpflichteten, und dann geht es um Schweinefleisch in der Kita, das verboten wird. Da gehen die Leute auf die Barrikaden. Ich meine, die Leute, einige wenige, lautstark weigern sich, Masken zu tragen. Das ist wirklich ein heiß umkämpftes Thema. Da stellt sich dann sofort die Frage der Durchsetzbarkeit. Aber was gerade nochmal anklang und was ich wirklich einen super, super wichtigen, eigentlich den wichtigsten Aspekt finde, auch für unsere westlichen Gesellschaften, die immer von unserer Demokratie spricht und man nie so genau weiß, wer eigentlich dieses Uns ist, wer da eingeschlossen wird und wer da ausgeschlossen wird. Und jetzt wissen wir ja auf jeden Fall Sachen, also Sachen wie Bäume, Flüsse, Tiere, werden da schon mal nicht mitgemeint. Die bilden sich sehr viel ein auf diese Menschenrechte, und der entscheidende Punkt, der jetzt gerade gesagt wurde, ist ja wirklich, diese Menschenrechte werden sich mittelfristig, langfristig nur durchsetzen lassen, auf globaler und lokaler Ebene, wenn die Rechte der Natur dazukommen oder eigentlich die Grundlage sind für diese Menschenrechte. Ja, das ist genau, glaube ich, wirklich das größte langfristige Argument, was ich auch in diesen Büchern rausgelesen habe. Das, was wir als unseren zivilisatorischen Fortschritt begreifen, ethisch, moralisch, rechtlich, wie auch immer, muss auf diese Grundlage gestellt werden, um überhaupt Bestand zu haben für eine nicht ganz so weit fernliegende Zukunft. Ja, aber dennoch glaube ich, dass der ethische oder der philosophische Aspekt dieses Themas genauso wichtig ist. Ich glaube ganz fest daran, dass sozusagen die Auseinandersetzung jeder Einzelne sozusagen für sich überprüfen muss, ja, wie er eigentlich zur Natur steht, ja, und dass die Auseinandersetzung mit dieser Frage ein Schlüssel auch ist für einen kulturellen Wandel, wie wir ihn brauchen, ja, und dass wir kein Recht haben, die Natur zu zerstören, ja, also es hat was mit, es fällt mir immer schwer, irgendwie das wirklich in Worte zu fassen. Aber der Respekt, ja, den wir der Natur schulden, ja, und die Achtung, ja, und das ist ein Gefühl. Ich kann das nicht. Es ist einfach ein Gefühl, ja. Aber wir müssen in uns hören, und wir müssen dieses Gefühl
Wir müssen verstehen, dass wir sozusagen diese Beziehung ändern müssen, dass wir kein Recht haben, anders, sozusagen die Welt anders zu betrachten. Ja, dass es einmal nicht rational ist, auch wenn wir über Menschenwürde und so weiter in Zukunft nachdenken, es ist nicht rational, aber es ist eben auch die falsche Sicht. Ja? Ich bin über einen Aufsatz gestoßen in der Recherche zum Thema Umweltschutz von der Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland. Ich habe den Autor leider vergessen und er stellt relativ ernüchtert fest, dass es eigentlich zwei Gründe gibt, die Umwelt zu schützen. Das sind einmal tatsächlich ästhetische Gründe, ja, also die Landschaft zu bewahren, weil sie so schön ist, weil sie einen gewissen ästhetischen Wert hat. Dafür gibt es Nationalparks, dafür gibt es irgendwie Umweltschutzgebiete. Und dann gibt es zweckrationale Gründe, also zu sagen, wir brauchen diese Ökosysteme fürs eigene Überleben und deswegen schützen wir sie. Und dann kommt in so einem Nebensatz, dass ethische Gründe eigentlich für den Umweltschutz keine Rolle spielen, weil sie haben nicht genug Evidenz. Deswegen kann man sie vernachlässigen. Da bin ich dann schon sehr drüber gestolpert. Das mag in der Realität des Umweltschutzes vielleicht tatsächlich oder in der Wissenschaft, in der evidenzbasierten Naturwissenschaft sein, aber gerade der Aspekt, der fehlt mir da, würde mir da auch fehlen. Jetzt haben wir noch, eine Frage haben wir noch tatsächlich, die mich auch interessiert, vielleicht nochmal zum Naturbegriff zurückkehrend. Viele, also das, was wir als Natur wahrnehmen oder das, was uns als Umwelt umgibt, ist ja in der Vergangenheit oft oder auch in der Gegenwart Kulturlandschaft. Es ist kulturell durchwirkte Natur, also bestimmte Naturphänomene gibt es nur, weil der Mensch, weil die technische Zivilisation vor Jahrhunderten, Jahrtausenden eingegriffen hat in natürliche Kreisläufe. Und die Frage, die jetzt kam, gibt es dann überhaupt noch die Möglichkeit auf landschaftliche Veränderung, zum Beispiel von Kulturland zu wilder Natur, oder würden die Rechte der Natur dazu führen, einen gewissen Status quo zu wahren? Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Renaturierung von Flüssen, hätte dann der nicht renaturierte Fluss auch die gleichen Rechte und könnte, also das glaube ich, so verstehe ich die Frage sozusagen gerade. Ein bisschen um die Ecke gefragt, aber es gibt einen, ich hätte vorhin schon mal kurz, um es nochmal auf die rationale Seite, ja, also die emotionale, ethische, die rationale, ökonomische Seite, um da nochmal hinzuschauen. Es gibt ein ganz wichtiges Buch, finde ich, von Herrn Professor Immler, der einen Vorschlag macht, wie wir mit der Natur umzugehen haben, also jetzt auf einer, ich sag mal, globalen Ebene. Also sein Vorschlag ist, er ist Ökonom, ja, Ökonomen bilden Modelle oder entwickeln Modelle, mit denen sie die Probleme dann, die sie betrachten, lösen können, ökonomische Modelle. Sein Modell ist, wir bilanzieren sozusagen die Natur und als Kapital, ne, das ist sozusagen unser gemeinsames Kapital, Allmende könnte man auch sagen, es ist das sozusagen unser gemeinsames Kapital. Und es geht darum, jetzt kommt das wichtige Wort, Reproduktionsfähigkeit dieses Kapitals. Ja, Natur, da geht es um die Reproduktionsfähigkeit. Sozusagen, es geht darum, diese Reproduktionsfähigkeit der Natur zu erhalten oder wiederherzustellen. Ja? Wiederherstellen, dann schauen wir mal sozusagen, was bedeutet das? Dann würden wir wahrscheinlich Biologen, die sich mit den Ökosystemen eines Flusses oder den Fluss als Ökosystem behandeln, betrachten, bewerten, die können uns sagen, ja, was braucht denn dieser Fluss oder was müssen wir tun, damit dieses Ökosystem, dieser Fluss sozusagen lebensfähig ist, sich wiederherstellen kann, regenerieren kann und auch weiterentwickeln kann. Ja? Also, dass es darum geht, dieses Naturkapital auf den unterschiedlichsten Ebenen zu erhalten und ihm seine und die Reproduktionsfähigkeit zu erhalten oder aber wiederherzustellen, weil in vielen Bereichen haben wir die Reproduktionsfähigkeit bereits zerstört. Ja? Also das heißt, der geht sogar so weit, also Gebner geht so weit, dass er sagt, wir müssen jedes Jahr sozusagen eine volkswirtschaftliche Bilanz vorlegen und sehen, wie viel Natur haben wir verbraucht oder zerstört oder wie viel Reproduktionsfähigkeit ist verloren gegangen. Und wir müssen dann sozusagen entsprechend viel investieren, um diese Reproduktionsfähigkeit der Natur zu erhalten oder wiederherzustellen.
In Deutschland ist es in der Tat so, dass, das wissen wir ja, sozusagen wir erstmal sehr viel investieren müssten wieder, um die Reproduktionsfähigkeit und die sozusagen die Integrität der Natur wiederherzustellen in ganz vielen Bereichen. Ja. Da wäre sehr viel zu investieren und zu tun. Und bezogen auf diesen Fluss würde es darum gehen, vermutlich. Ja. Also wir würden wahrscheinlich darüber diskutieren, wenn der Fluss sozusagen seine Rechte einfordern würde, was ist zu tun, um diesen Fluss wieder als intakte Natur wiederherzustellen und ihn, ja, so. Okay, ein ganz klares Kriterium, Reproduktionsfähigkeit. Damit kann man, glaube ich, was anfangen. Das heißt aber auch ganz klar, wir sind hier auf einem Gebiet, wo wir sehr auf die Wissenschaft vertrauen, was ich ja sehr sympathisch finde in diesen Zeiten. Ja, wir müssen auf unser Gefühl vertrauen und auf die Wissenschaft. Sozusagen. Okay, darauf können wir uns gut einigen. Dann möchte ich mal sagen, ich weiß nicht, ob das in Österreich so angekommen ist, aber es war ja so, dass in Bayern dieses Volksbegehren zum Thema Bienen innerhalb von wenigen Wochen die notwendigen Unterschriften hatte. Wir haben alle gestaunt, wie schnell das geht. Und wenn wir Umfragen immer wieder, also in Umfragen lässt sich auch immer wieder darstellen, dass die meisten Menschen doch verstanden haben, dass wir die Natur brauchen, dass wir Teil der Natur sind und dass alles getan werden muss, um sozusagen die Natur nicht zu zerstören. Das haben sehr viele Menschen verstanden. Das eigentliche Wunder bei diesem Volksbegehren war natürlich die politische Reaktion darauf, die mich noch mehr verwundert hat, als dass Menschen da hingegangen sind und das unterschrieben haben, nämlich dass es auch umgesetzt werden soll von meinem Landesvater. Herr Söder hat das sofort zu seiner eigenen Sache gemacht. Natürlich, klar. Klar, der hat ein Gespür für sowas. Gut, wir haben gesagt, wir machen eine Stunde, die Stunde ist vorbei. Wir könnten sicher noch sehr lange weiter diskutieren. Vielen Dank, Frau Ax. Wir haben einen Einblick erhalten in dieses große Konzept Biokratie. Wer mehr lesen möchte darüber, der kann sich gern ein bisschen bewegen auf der Seite www.rechte-der-natur.de. Das ist die Website des Hauses der Zukunft in Hamburg von Herrn Winter. Können sich da auch ein bisschen einlesen. Ich sage, es gibt diese, wer sich dafür interessiert, man kann das bestellen. Und ja, vielen Dank. Das war ein toller Impuls, eine tolle Diskussion. Und wir werden hier an dieser Stelle weitermachen. Morgen um 20 Uhr, wir sprechen morgen mit Silke Helfrich über Commons, über Almenten. Das Wort ist gerade auch nochmal gefallen. Silke Helfrich ist, so würde ich mal sagen, die Commons-Expertin oder Aktivistin in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Und dementsprechend gehört morgen die Natur nicht nur sich selbst, sie gehört allen. Und dann gibt es, und das ist jetzt sozusagen ein bisschen ein kuratorisches Glück, was ja oft mit Zufällen zu tun hat, tatsächlich am Montag ein Gespräch mit einer indigenen Aktivistin aus Ecuador, also genau dem Land, in dem die Biokratie quasi Verfassungsrang hat. Patricia Gualinga wird sehr spät abends am Montag unser Gast sein. Sie ist eine sehr prominente Sprecherin ihrer Kichwa-Gemeinde Sariaku. Seit vielen Jahrzehnten kämpft sie gegen das Eindringen von multinationalen Ölkonzernen auf das Territorium ihres Stammes, auf das Territorium ihres indigenen Volkes, war unter anderem Teil der UN-Klimakonferenz, hat bei der UN-Konferenz der indigenen Völker mitgewirkt und wird uns über diese Arbeit erzählen. Und wir werden sicherlich den Link zur Biokratie und zur Umsetzung von biokratischen Gedanken in der ecuadorianischen Verfassung auch nochmal diskutieren mit ihr. Und wir haben am Montag eine ganz fantastische Performance zu Gast, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Eine künstlerische Arbeit, die sich ja fast sogar mustergültig beschäftigt mit den drei Themengebieten dieses Festivals: Ökonomie, Ökologie und Kolonialismus. Pleasant Island von Silke Hussmanns und Hannes Derer, die sich mit der Insel Nauru beschäftigt haben. Auch da geht es um Ausbeutung. Mit den beiden werden wir auch sprechen im dritten Teil dieser Reihe, gemeinsam mit der Aktivistin aus Ecuador.
fragst. Ich bedanke mich sehr. Sie können, wenn Sie wollen, diese Sendung oder dieses Streaming-Ereignis hier nachgucken. 7 Tage lang, wenn Sie ein Ticket dafür gekauft haben, ein Umsonst-Ticket. Und ansonsten, wer die Folie gerne haben möchte, weil die Frage gerade kam, gerne an mich einfach an die linz@agekultur.at eine Mail schreiben und dann schicke ich die auch gerne raus und teile sie mit allen. Vielen Dank, Frau Ax. Bedanke mich auch. Danke, Herr Linz. Schön, dass Sie da waren. Dann, wir machen jetzt den Fehler wie gestern Abend nicht. Wir warten, bis der Kollege im Hintergrund ausgeschaltet hat und dann unterhalten wir uns noch privat. Tschüss, bis morgen Abend zum zweiten Teil dieser Reihe. Wiederschauen. Tschüss. In der Tagesschau machen Sie das.